Das Regio TV Plus ladet euch jetzt ein auf ein Gespräch im Garten. Wir haben Zugang gefunden auch bei der Elisabeth Schneider in Biel-Bänken. Es freut mich natürlich riesig. Elisabeth, ich hatte dir angerufen, weil ich gesagt habe, du, was macht ihr eigentlich jetzt? Von mir aus gesehen habe ich fast ein das Gefühl, die Politik steht ein bisschen wie still. Ist es gelähmt? Wie sieht der Alltag aus? Was hast du mir da zu erzählen? Ja, es ist natürlich schon so, dass jetzt der Bundesrat am Zug ist. Der Bundesrat muss im Rahmen von Notrecht muss er über die schwierige Zeit Übergangsbestimmungen festlegen. Da hat er eine grosse Verantwortung. Das Parlament ist eher im Hintergrund, wird jetzt im Mai tagen, um das Notrecht eben auch abzusegnen und um eigene Vorstellungen von den Massnahmen können zu platzieren. Aber es ist in der Tat so, dass es jetzt ruhiger geworden ist ums Parlament, weil es jetzt an der Exekutive ist, am Bundesrat hier die nötigen kurzfristigen Massnahmen festzulegen. Leidet hier nicht in so einem Moment Demokratie auch ein Stück weit? Weil, wenn ich denke, so die, wenn ich zurückschaue aus dem letzten Jahr, die vielen politischen Hickhack, die gewesen sind, dann habe ich fast das Gefühl, ja, jetzt hat man euch die Tagungshallen weggenommen und jetzt funktioniert das nicht mehr. Ist das nicht möglich, Politik so am Leben zu erhalten? Ich gehöre zu den Parlamentariern, die finden, es ist schade, dass sich das Parlament selber aus dem Spiel genommen hat. Ich finde es auch schade, dass die Session abgebrochen wurde. Man hat die können weiterführen und auch mit Hygienevorschriften, wie das in Unternehmungen passiert zu dieser Zeit. Aber die Parlamentsspitze hat entschieden, dass man die Session abbricht. Die Parlamentsspitze hat auch entschieden, dass eine Zeit lang keine Kommissionssitzungen stattfinden sollen. Und ich respektiere den Entscheid. Was wichtig ist, dass das Parlament möglichst bald eben wieder tagt, im Bundesrat auch den Rücken stärkt bei seinen Massnahmen, die er jetzt getroffen hat. Weil ich bin überzeugt, es wird kehren. Bis jetzt haben die Massnahmen vom Bundesrat grosse Akzeptanz gefunden, aber die kritischen Stimmen spürt man ja jetzt schon. Aber hast du nicht das Gefühl, das eine oder das andere geht dann zwangsläufig unter? Weil in dem Moment, wo dir wieder tagt, stehen ja die jetzigen Probleme an. Eben auch die Unterstützung hast du angesprochen vom Bundesrat. Oder eventuell muss man auch mal nicht mehr sagen, nein, das geht so nicht, das wollen wir nicht. Dann, wo sind die anderen Sachen? Die haben so viele Geschäfte gehabt, die eigentlich fast auf dem Teppich jetzt geblieben sind. Das ist es so. Wir haben die Session, die Frühlingssession ganz abrupt abgebrochen. Wir hätten wichtige Entscheidungen müssen treffen in Bezug auf eine Überbrückungsrente, in Bezug auf Konzernverantwortungsinitiativen, in Bezug auch auf CO2-Gesetzgebung. Es stehen wichtige Beschlüsse an. Meine persönliche Meinung ist, dass wir die noch hätten können fassen. Das Parlament war aber auch nicht in der Lage gewesen, virtuell zu tagen. Da sind wir viel zu wenig vorbereitet gewesen. Und Covid-19, die Corona-Krise, lehrt uns vorzubereiten darauf, dass man halt muss andere Möglichkeiten suchen, um die demokratischen Entscheidungen zu treffen. Digitalisierung ist im Parlament längst nicht angekommen und das ist jetzt zum Vorschein gekommen. Etwas anderes, was trotzdem auch weitergeht, ist nebst der Politik, du zuständig für die Handelskammer. Was sind dort Aufgaben, nebst all diesen Gewerblern? Wo bist jetzt du dort eingebunden? Auch ich nehme an, da werden gleich Sitzungen und Sachen laufen. Gibst du da Anweisungen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, in der Handelskammer bin ich stark gefordert im Moment, weil die Massnahmen, die jetzt getroffen worden sind, die das Gewerbe, aber auch die grossen Unternehmungen, Handel und Industrie stark fordern. Und haben wir regelmässige runde Tisch, wo wir uns austauschen mit Unternehmern und schauen, welche Massnahmen müssen noch getroffen werden. Wobei man muss sagen, dass gerade in den beiden Basel die Kantonsregierungen sehr gut und schnell gehandelt haben, um das Schlimmste eben abzuwenden. Aber es braucht einen regelmäßigen Austausch mit den Unternehmern und den Unternehmerinnen von den vielen Unternehmen, die jetzt durch die Massnahmen zu zusätzlichen Herausforderungen gekommen sind. Und das ist eine von meinen Aufgaben, hier mitzuhelfen. Dann gehen wir noch aufs letzte Thema ein. Nebst den Arbeiten, die man zum Teil nicht macht oder die veränderten Bedingungen, bleibt doch hinter dran pfeifen die Vögel.
Man kann es auch ein bisschen geniessen. Es bleibt vielleicht auch mal bei dir ein bisschen Zeit auf. Was ist zurzeit deine Lieblingsbeschäftigung? Meine, die einen sind sofort die ganze Wohnung putzen, andere die aufräumen. Bist du am Basteln? Was machst du jetzt am liebsten zurzeit? Ich habe immer noch genug zu tun, auch politisch einmal nachzuarbeiten, auch bei meinen vielen Mandaten mal aufzuarbeiten, was liegen geblieben ist. Aber auch ich habe geräumt und einen Container bestellt. Was bei uns jetzt im Vordergrund steht, ist Einkaufen auch und das Essen. Also ich bin das nicht gewohnt, dass man jeden oben daheim isst. Also das tut sich auch, ja, man muss schauen, dass man nicht allzu stark zunimmt. Man trinkt auch vielleicht öfters ein Schlückchen Wein. Ich genieße es sehr mit meiner Familie. Und das ist auch etwas Gutes. Und es ist so, es ist ruhiger geworden. Man hört die Vögel wieder zwitschern und man kann ein bisschen entschleunigen. Ich hoffe auch, dass es nachhaltig ist.